Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Update des 2 plus 8 Produkte leeren bis zum 2.8. Ich wollte schon sagen 84, nein, das ist in der Vergangenheit, das war mein Geburtstag. Ich meinte, bis zu meinem Geburtstag am 2.8.2019 aufzubrauchen. Ich bin recht gut schon in der Zeit, würde ich sagen, und ich wollte euch mein Update nun präsentieren. Beginnen wir mit einem Puder, was echt krass mittlerweile ist. Ja, das ist ja das Catrice Multi-Highlighting-Puder hier. Hatte ganz am Anfang 63 Gramm und ich bin jetzt bei 56,3. Der Hammer. Also wenn ich bedenke, das sind drei, fast 7 Gramm. Und wie viel hatte das nochmal? 10. Also das war natürlich vorher auch schon benutzt, aber guckt euch das mal an. Das ist mein Fortschritt. Der Knaller, oder? Ich habe mir das natürlich auch wieder vorne eingezeichnet. Das hier war ganz mein erstes Update. Das zweite war das gestrichelte und das leere jetzt wieder. Das ist das, was ich jetzt habe. Heftig, oder? Ich denke mal, ja, wenn ich jetzt nicht in den ganzen anderen Projekten immer Puder dabei haben werde, wird das diesen Monat, also beim nächsten Update, wird es dann definitiv leer sein. Also wie gesagt, mein jetziges Gewicht von dem Puder ist 56,3 Gramm. Ja, wenn man sich darauf konzentriert, dann klappt das tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Maybelline Fit Me Foundation. Das ist dieses gute Stück hier. So. Und ich habe es komplett aufgebraucht. Es war schon in meiner Leerkiste drin. Ja, es hat jetzt nur noch 80,2 Gramm im leeren Zustand. Man sieht hier auch wirklich. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist ratzekalär. Ich habe es auf den Kopf gestellt und so weiter. Das, ja, hat gut geklappt. Hab allerdings auch schon ein bisschen so erzählt. Ich weiß gar nicht, in welchem Update oder wo auch immer, da ich das erzählt habe. Ich fand sie mal sehr gut, aber mittlerweile, ich war einfach froh, dass sie leer ist, weil sie hat nicht mehr ganz so gut funktioniert bei mir. Und ja, die ist jetzt leer. Ich kann da jetzt quasi auch leer hinschreiben. Das ist quasi mein zweites Produkt von meinen 10, was ich jetzt wirklich aufgebraucht habe, was ich gut finde. So, dann haben wir Roberto Cavalli Parfum. Das habe ich ja mittlerweile auch noch zusätzlich in einem anderen Projekt drin. Ja, aber das ist dann halt auch einfach nur ein Parfumprojekt und dann habe ich das halt als 10. Produkt mit noch reingenommen, anstatt ich nur 9 habe. 9 ist so eine blöde Zahl. Ja, und zwar habe ich das tatsächlich jetzt mittlerweile pro mal ausprobiert. Ich habe es verwendet. So. Ich habe es ja ganz am Anfang, im ersten Update habe ich es überhaupt nicht verwendet gehabt. Dann auf einmal fing die Lust darauf an. Und ja, diese Lust ist weitergegangen. Ich habe hier, oh, ich weiß nicht, da kann man die Fortschritte sehen. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ah, der ist schon toll, der Duft. Ah ja. Yes, das ist ein ganz toller sommerlicher, pudriger Duft, leicht aquatisch, was ich normalerweise nicht mag, aber bei dem Duft ist das wirklich, ihr müsst mal dran schnuppern, der ist toll. Ja, der hat mittlerweile 200,10 Gramm. L'Oréal Glam Beige Foundation bzw. BB Cream, was ist das? Nee, das ist eine Foundation, habe ich immer noch nicht verwendet. Ich hoffe, im Sommer wird das mal dran kommen, aber wie gesagt, meine Maybelline ist ja jetzt auch leer. Und dann kann, wenn der Frühling kommt, kann die verwendet werden. Die hat immer noch 29,69 Gramm. Also gar nichts leer. So, Anastasia Dipbromate war leer. So, dann W7 Bronzer Stick. Den habe ich auch sehr gerne verwendet. Hier sieht man den optischen Fortschritt. Da ist, ja, wie die anderen Monate relativ wenig passiert. Ich finde allerdings, wenn ich den so rausdrehe, im Gegensatz zu vorher, finde ich das schon sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut. Also sieht nicht so aus wie. Also ich habe gedacht, das wäre mehr. Mal so. Weil auch hier, ich kann den mittlerweile komplett so reinfahren. Und da war vorher eine coole. Ja. Den mag ich auch sehr gerne. Der hat jetzt 23,62 Gramm. Also der hat. Ich habe davon ungefähr 1 Gramm schon aufgebraucht, komplett. Wie viel Gramm hat denn der so? Das interessiert mich ja jetzt auch, weil das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. 7 Gramm hatte er komplett. Und 1 Gramm habe ich bisher aufgebraucht. Ich muss mich ranhalten. So, Essence Isle of Nude. Da habe ich mittlerweile, ja, da habe ich endlich auch einen Fortschritt, einen optischen Fortschritt. Ihr seht, hier habe ich jetzt eingezeichnet. Ich habe nämlich ein Hitzepan mitten auf dieser Kuhle. Guckt euch das mal an. Der Vulkan hat mittlerweile, weil das ist ja noch immer das Gebackene, da ist mittlerweile eine Kuhle drin. Ja, ich sehe das Fännchen definitiv, dieses Wabenfännchen.
Ich freue mich da. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, dass ich auf einmal ein Mini-Pünktchen da gesehen habe. Und dieses Mini-Pünktchen hat sich in den letzten Tagen ein wenig ausgebreitet. Ja, nehme ich ja immer als Transition-Ton. Ich freue mich. Der hat jetzt mittlerweile 21,56 Gramm. Hatte vorher, also ungefähr 1 Gramm habe ich jetzt komplett aufgebraucht davon. Und krass, okay, dann hat er jetzt noch 0,1, ja, 0,8 muss ich dann noch. Heftig, das hätte ich nicht gedacht, dass ich doch schon mehr aufgebraucht habe, als der überhaupt hat. Ja, okay, machen wir doch. Max Factor Blush, da haben wir auch einen krassen Fortschritt. Schaut mal, ich habe jetzt der in der Mitte, das war der erste Fortschritt. Und jetzt drumherum ist das, was bisher jetzt wieder leer gegangen ist. Guckt euch das mal an. Da ist auch ordentlich was passiert. Ja, verwende ich halt wirklich fast nur dieses Blush. Und ist auf jeden Fall mal was passiert. Da hatte ich, ja, 9,75 hat er jetzt mittlerweile. Und da ist auch knapp 1 Gramm vom Anfang an. Finde ich cool. Ich finde diese Creme-Blushes von Max Factor super. Dann hatten wir von L'Oreal Caress. So, das ist kleines Sorgenkind, keine Ahnung. Ich benutze den total oft und gerne auf der Arbeit, aber man sieht überhaupt gar keinen Fortschritt. Ganz am Anfang war da hier, dann da und jetzt mittlerweile da ganz unten. Und gerade diesen Monat habe ich den so häufig verwendet. Ich weiß nicht, ob ich den nur seitlich verwendet habe oder sowas, aber da ist tatsächlich kaum was. Nur wenn der, das ist alles. Es muss eigentlich viel mehr weggegangen sein. Auch vom Gewicht her finde ich das nicht viel. Aber ich habe den wirklich viel benutzt. Naja, der hat noch 27,66 Gramm. Ja, nicht viel. Also ich habe noch nicht mal 1 Gramm aufgebraucht von ihm. Ach, naja, Sorgenkindchen. So, und dann das letzte Produkt. Ja, da sieht man, um ehrlich zu sein, auch keinen optischen Fortschritt, zumindest nicht wirklich. Kann ich euch also nichts einzeichnen, was mehr ist als hier. Aber er hat jetzt 25,29 Gramm, dieser Primer. Das ist halt so ein Illuminating Base Primer. Ja, ich sag mal, vom letzten Mal habe ich ungefähr 1 Gramm aufgebraucht davon. Ja, ist okay, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich hatte das auch, glaube ich, beim letzten Update schon gesagt. Ist ein netter Primer, aber es ist kein Muss. Ne? Es ist, und außerdem ist das aus dieser Brit TLE. Da kommt man ja eh dank Kleiderkreise, was die jetzt gerade abziehen, eh nicht mehr so leicht dran. Deswegen müssen wir uns da gar keine Hoffnung machen, dass wir da irgendwie den noch kriegen. Und das war mein Update. Das war mein Update zu den 2 plus 8 Produkten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und drückt mir die Daumen, dass noch vielleicht so einmal in einer, ein Teil im Monat leer geht. Das wäre doch cool. Also ich denke tatsächlich, dass ganz am Schluss wird übrig bleiben. Ich denke tatsächlich, dass die beiden Produkte meine letzten beiden werden. Zumindest auch im heutigen Stand, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, das sind diese beiden Produkte im Moment, wo ich sage, die gehen am schwersten. Ich denke, der Lippenstift, den muss ich einfach immer mehr auf der Arbeit benutzen als Lippenpflege und so weiter. Aber mal schauen, wie es nächsten Monat, welche Produkte ich euch da zeigen kann, wo ich denke, dass es halt ein bisschen was dauern wird. Okay, meine Lieben. Ciao!